Hallo liebe Freunde, willkommen hier bei MT-Cars. Ja, wir sind hier ein bisschen am Arbeiten. Ihr kennt mein Schmuckstück. Ja, der geile Passat 16V, 170 PS, schönes Auto. Ja, der ist verkauft. Nachdem ich ein Video da ein bisschen gemacht habe, kam sofort nach einem Tag ein Abonnent von mir aus Hamburg, ein ganz netter, hat gesagt, geil, habe ich Bock, will ich haben, so ein Auto. Ja, jetzt sehen, er ist weg. Finde ich auch gut. Naja, wir haben ihn, Eddie hat ihn ein bisschen aufbereitet. Wollen wir mal gucken so. Ja, innen ein bisschen schön wieder sauber geworden. Da können wir mal schön reingucken. Sieht doch gut aus hier, ne? MT-Cars muss sein, muss sein. MT-Cars-Shop.de auch einmal mal reingucken. Ja, Eddie, der sieht da richtig gut aus drin jetzt, ne, Digga? Ja, der ist wieder frisch, ne, da hin? Ja, es ist jetzt keine, also wir haben ihn schön sauber gemacht, aber jetzt nicht hier auf High-End. Wir haben die Sitze, die Flecken entfernt, ja, mit schön. Nassreiniger und so. Ist geil aus, ne? Hinten, wie sieht er hinten aus? Zeig mal den Kofferraum, Digga. Ja, sieht doch wieder schön aus, ne? Muss man jetzt sagen. Der sah ja mit den Hunden und sah es jetzt nicht schön aus, ne? Wirklich ein schönes Auto. Ich bin ihn 3-4 Tage selber gefahren. Du bist ihn auch gefahren, Eddie. Er fährt gut? 2 Tage bin ich den gefahren. Fährt? Wallah, der ist sehr gemütlich. Wirklich? Rakete. Er fährt gut. Bequem. Er zieht gut. Optik muss man auch nicht meckern, ne? Der also, hat auch alles, ne? Highline, ne? Der kann sogar alleine parken. Der hat sogar Standheizung. Stimmt, der hat sogar eine Standheizung drin, ne? Standheizung, ja. Also, Friends, muss ich sagen, schönes Auto. Wir werden ihn nochmal mal gucken, dass wir mal Wochenende einmal waschen. Der Kunde kommt Montag, mache ihn den Papierkram mit ihm fertig. Und ich denke mir mal ein schönes Auto. So, sehr schönes Auto. Weil ich finde den Passat, ja, Optik sieht da natürlich auch richtig gut aus jetzt. Bisschen tiefer gelegt, 19 Zöller drauf. Wir nehmen ihn gleich mal rein, der kriegt mal einen schönen Service. Spurstangenkopf war ein bisschen defekt, habe ich auch neu geholt. Innenraumfilter neu, Luftfilter neu. Also ich will das Auto mit neuen Service abgeben. Und natürlich TÜV kriegt er neu, ne? Also zum TÜV ist da auch keine Menge. Der geht dann Montag, Dienstag zum TÜV. Dann ist das Ding auch erledigt. Ja, Freunde, was würdest du dazu sagen? Ne? So soll er auch dann sein. Und dann geht es ja hier weiter. Der Eddie, der macht ja für mich ein bisschen Aufbereitung. Genau, das ist seiner. Den hat er auch ein bisschen aufbereitet. Natürlich abgemeldet. Der wird natürlich zum Frühling angemeldet. Ne? Auf jeden Fall. Da werden noch Kleinigkeiten gemacht. Reifen zum Beispiel heute weg. Genau, Reifen tauschen wir heute auch aus. Und dann läuft das Ding. Hat sich Eddie gesagt, komm, wenn wir da mit deinem Auto, sieht innen so Dovi aus. Der schöne W140 hier, das Schlachtschiff der Nation. Ja, das Monster hier. Ich habe im Vorvideo gesagt gehabt, jawohl, der Täter ist gefasst, wir haben ihn. Der Täter ist gefasst, liebe Freunde. Und dann hat Eddie gesagt, du, das geht nicht, das arme Auto. Ja, der muss sauber gemacht werden, ne? Ich habe ihn auch wirklich letzte Zeit wirklich auch nicht sauber gemacht. Wird auch Zeit, dass wir ihn hier ein bisschen putzen. Ja, es ist wirklich ein tolles Auto, tolles Auto. Und dieses Auto wird zum Kultauto. Dieses Auto wird bekannt. Dieses Auto wird überall sichtbar sein. Jetzt sagt ihr dann, warum denn? Also, falls es mit dem Fernseher klappt, ist dieses Auto dabei. Auf jeden Fall dabei. Es wird eine Legende. Und in ein paar Monaten geht er hin, 040 schwarz. Eddie Motion. 040 schwarz, Eddie, das oder nicht? Das ist eine geile Farbe. Walla, ne? 040 schwarz und so wie der aussieht, so soll er auch bleiben. Könnt ihr vielleicht in die Kommis reinschreiben, orange Blinker oder doch im Weiß. Also ich bin so ein Weißtyp, ich hol die Weiß, Digga, oder diese, weißt du? Daher, du kannst die in Weiß holen, wenn der lackiert ist, gucken wir einmal, wie die aussehen. Genau, weil ich bin so ein Weißtyp, Sun mag orange, ich mag Weiß. Aber am Endeffekt wirst du dich auch für orange entscheiden, glaub mir. Okay, egal. Das wird noch klassischer aussehen. Die sind ja auch nicht so teuer, ne? Nein. So, also, das Ding haben wir weg. Schon? Ja, das geht aber nicht, wenn einer weggeht. Dann habe ich ja wieder Platz auf dem Hof. Ja, guck mal, was wir besorgt haben. Ja, auch ein schönes Ding, auch, ja, ne? Nicht schlecht, aber leider kein Kompressor. Leider, V8 stimmt schon. V8 ist da. V8 ist die Macht. Aber das Video könnt ihr bei JanTube sehen, ne? Weil der JanTube nimmt das als Projekt auf sich auf. Wie gesagt, er kriegt ja sein neues Auto, aber er braucht auch ein Winterauto. Wäre doch auch nicht schlecht, aber klar, die Dinger müssen hier weg. Das geht gar nicht, Freunde. Ja, muss nicht sein. Die können auf jeden Fall ab. Ich finde ihn schlicht auf jeden Fall geiler. Die Dinger nehmen wir ihn ab. Bisschen Keilfahrwerk finde ich jetzt auch nicht schön. Hinten muss er wieder auf jeden Fall runter. So. Oh, der ist abgeschlossen. Warum ist er abgeschlossen? Aber auch kultig, W211. Kann man sich sehen lassen auf jeden Fall. Auch ein cooles Auto. So, guten Morgen, Freunde. Es ist kühl, es ist kalt, bis in die Sonne scheint. Es geht gleich mal weiter. Einmal einen großen Service hier für den Passat. Oh, vorne ein bisschen wenig Luft, ja, sehe ich. Oder sind die Reifen so dünn? Da war ja aber ein bisschen wenig. Okay, wir checken mal Luft durch. So, dann wollen wir das Baby mal hier auf die Bühne reinnehmen. So.
Genau, also ein Abonnent hat das Fahrzeug gekauft. Da kriegt er natürlich mal einen neuen Service von uns. Muss sein. Hoffentlich behält er auch meine Aufkleber hinten dran. So, genau. Ne, warm ist er. Wir haben ihn schon warm laufen lassen. Ja. Dann checken wir nochmal durch. Und dann wollte ich. Was denn? Ja, also stand nicht und da muss man mal gucken, Luft muss man überprüfen und rechts Koppelstange ist glaube ich ausgeschlagen. Schauen wir mal. Okay. Komm, Bock ihn hoch, wir parken die Autos weg. So. Genau, Sun muss sein Auto da mal ein bisschen umparken einmal, dass wir ein bisschen Platz kriegen. Ah, da ist auch wieder ein Auto, Turbolader. Hat Sun richtig Bock drauf, der hat ja Erfahrung mit dem Tiguan gehabt. Allrad leider, Allrad. Boah, Chaos, Chaos. So, ein bisschen Platz müssen wir machen. Nächste Woche geht es richtig hier los. Da TÜV, da TÜV, da TÜV. Draußen Katalysator. Hier irgendwie DPF-Probleme. Uiuiuiui. Hat sich schon ein bisschen aufgehäuft, weil ich letzte Woche natürlich wenig gemacht habe. Durch die Dreharbeiten kam ich leider nicht dazu. Jetzt muss man Kohle verdienen, jetzt muss ich das alles einfahren. Ja, da muss ich mal in das schöne Fahrzeug mal reingehen. Wie gesagt, schon ein bisschen Probleme, das blöde Ding, ja. Hochdruckpumper war defekt, haben wir erneuert. Neue Düsen eingebaut, alles sauber gemacht, getan, getan. Der lief auch wie eine 1. 20 Minuten gefahren, ist er ausgegangen. Jetzt müssen wir heute natürlich mal da rangehen, wieso, weshalb, warum, Drucksensor oder was das da genau ist. Deswegen gehen wir gleich mit dem Computer bei, suchen wir den Fehler, wieso, weshalb, warum. 1,6er TDI, haben schon Probleme mit Hochdruckpumpe. Ja, aber wird schon irgendeine Lösung geben, ne? Das schaffen wir schon irgendwie. So, hoch, auf die Lüfte. Ja, genau, dann wollen wir mal gucken, dass wir mal hier den fertig haben. Wir gehen mal kurz raus. So, Sun geht schon von alleine raus. Mal gucken, warum. Ja, Tore kriege ich jetzt in 4 Wochen. Also die werden jetzt gebaut. Ich habe ja auch gesagt, warum es so lange dauert hier mit den Toren. Hat er alle Maße genommen. Der ist ihn am Bauen. Ich kriege den Anthrazit auch mit Luftdurchlässigkeit, dass ich da auch mal rein kann. Dann habe ich schöne 2 Tore auch noch. Ist auch wirklich super. Und dann habe ich noch einen Graffiti-Künstler. Der kommt jetzt nächste Woche. Wir wollen mal bereden, so mal ein paar Sachen mal hier vielleicht mal in die Werkstatt, ein paar Graffitis reinzumachen. Ja, warum nicht? Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht hier nochmal da, vielleicht MT-Cars, bla bla. Da mal vielleicht ein kleines Bildchen rein, würde mal gehen. Oder hier vorne, ne? Da muss ich die Wand einmal durchmalen, dass da mal vorne nochmal was Schönes drauf ist. Wäre jetzt auch cool. Genau, der Mini von TUI, da waren die Blinker beim Fahren, sind abgefallen. Ja, Jan kam, Blinker fehlte. Wir haben uns die schwarzen geholt, wirklich günstig, 30 Euro oder sowas, ne? Also, sieht auch nicht schlecht aus wieder. Ja, ich dachte mal Radlager, wir haben jetzt das Auto getestet. Ja, hinten Reifen haben Sägezahn. Ja, okay, Kosten kommt das gleiche, ob Radlager, Sägezahn. Die Arbeit ist natürlich ein bisschen einfacher. So, was haben wir hier? Genau, ne, den haben wir jetzt gestern, habe ich ihn von einem Abonnenten bekommen. E500, kein V8-Kompressor leider, aber ein fettes Ding. Also Jan braucht ein Winterauto. Das Hauptproblem, Freunde, muss ich jetzt sagen, Sun hat ja den 7er gehabt. Sun fährt den 7er. Ja, Sommerreifen, 7er, nicht gut. Ich habe ihn angemacht? Ja, ich habe ihn, glaube ich, wir sehen auch wie ein Penner aus. Ich habe ihn ein Lupo angemeldet. Ist er ihn 2 Tage gefahren, kam eine gute Kundin von mir hier angekommen, Moro-Schaden, die Karre. Ja, die wohnt auf dem Dorf. Ich komme nicht weg. Ich denke, alter Scheiße, ne? Habe ich ihn direkt natürlich den Lupo der Dame gegeben. Astrid, viel Spaß mit dem Lupo. Ihre Kiste ist hier. Ich muss jetzt irgendwie einen gebrauchten Motor für die organisieren. Also haben die beiden Kinder kein Auto, ne? Winterauto. Sie brauchen ein Winterauto, ne? Sun denkt sich ja, okay, ich warte, bis Dings kommt. Bis der Lupo kommt, dann hat er wieder für ein paar Monate. Sun muss jetzt nächste Woche auf jeden Fall sein 350Z holen. Dann hat er wieder ein Fahrzeug, das er fahren kann. Und Jan, den 600er CL, wollten wir jetzt rausholen. Aber das Problem ist ja auch, wenn ich ihn jetzt... Er steht ja sehr gut bei Tanner in der Halle, muss ich jetzt sagen. Ne? Das Hauptproblem ist, wenn er herkommt, dann steht er hier draußen. Und wenn überhaupt, wollen wir ihn auf jeden Fall, will er ihn Frühling anmelden fahren. Weil, warum soll er es bei dem Wetter mit dem CL 600 antun, ne? Dann kam das Baby rein, er denkt sich, jo, geil, mein Winterauto, Allwetterreifen drauf, hat noch TÜV drauf, ein halbes Jahr. Ich finde ihn geil, muss ich jetzt sagen, ich finde ihn geil. Da wird man mal auf Jan seinen Kanal mal richtig vorstellen, die Karre. Ich bin ihn auch noch nicht gefahren, V8 ist die Macht, würde ich mal sagen. Bin ich mal gespannt. Ich fahre die Karre mal gleich mal, nochmal schnell darauf ballern. Und dann ballern wir das Ding mal, schauen wir mal, wie die Karre läuft. Alter, der Hof ist ja wieder voll hier, du, was ist hier los?
Ja, was geht hier? Was hast du für Sorgen hier wieder? Du warst ja lange nicht hier. Moin, grüß dich. Haben wir lange nicht gesehen, ne? Ja. Was hat denn dein Baby? Was hat der Keilriemen? Irgendwie. Ach, also Kleinkram. Scheiße. Kleinkram. Ja. Hä? Was hast du hier gesehen? Da darf ich nichts sagen. Das darf ich jetzt nicht spoilern. Das ist so ein Geheimprojekt von uns. Das sage ich dir, wenn ich Kamera ausgemacht habe. Böses Ding, ne? Brutale Kiste. So, Auto ist fertig. Wie sieht's aus? Service, alles zurückgesetzt? Ein bisschen mal waschen. Der muss auch mal gewaschen werden. Ja, den habe ich hier gekauft gehabt. Jetzt habe ich den an einem Abonnenten verkauft. Ja, hab ich gesehen. Genau. Machst du einmal mal bitte Luft prüfen. Ich habe gesehen, dass vorne wenig Luft ist. So, liebe Freunde, heute ist Samstag. Ja, heute kriege ich auch gleich mal ein bisschen Ehrenbesuch. Schlange TV. Wer kennt Schlange nicht? Wer kennt Schlange? Kennt ihr Schlange? Ja, von Max, von Eiko, die beiden, also Eiko kommt jetzt her mit Schlange und ich kriege Bobek sein CL, den er verlosen will. Aber, ja, der muss TÜV gemacht werden, weil ich glaube in 6 bis 8 Wochen ist die Verlosung von dem Auto. Und der muss auch fit sein, ne? Deswegen wird er nochmal herkommen und wir hauen da mal nochmal TÜV raus. Ich nehme nicht, Bobek war ja letztes Mal bei mir, hat gesagt, du Mehmet, TÜV ist glaube ich fast fällig von dem Auto. Ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden. Natürlich will er das Auto in einem tadellosen Zustand verlosen, das ist ja auch wichtig, ne? Deswegen haben sie gesagt, komm, Eiko fährt jetzt die Schlange her, beide sind gleich da, dann chillen wir hier ein bisschen natürlich mit denen. Ja, habt ihr auch schon lange nicht gesehen, muss man jetzt sagen. Ja, schön, freue ich mich auf jeden Fall, dass wir mal ein bisschen chillen. Und ja, 1, 2 Kunden habe ich auch noch hier. Da ist der, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Marvin, Merlin, ach, weiß ich gar nicht. Auch ein schöner, ja, schicke Kiste. Der soll mal ein paar Kleinigkeiten, ich glaube, einen Service kriegt er jetzt von mir. Und ich glaube, Keilriemenspanner und sowas. Also nichts Besonderes. Ja, liebe Freunde, keine Ahnung, MT-Cars ist wirklich dieses Jahr, wird vieles sich ändern. Dieses Jahr wird viel passieren. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, Freunde. Vor 2 Jahren habe ich ein bisschen mit YouTube angefangen und es ist, wie soll ich das sagen, ne? Das hat so ein bisschen vom Leben ein bisschen eingenommen. Wir haben eine kleine Werkstatt, wir leben natürlich von der Werkstatt, von den YouTube-Einnahmen kann ich jetzt die Familie nicht ernähren, es geht nicht. Aber eins muss ich sagen, YouTube hat mir natürlich gebracht, Kunden auf jeden Fall, ne? Ich habe hier in Hannover, Hamburg, Bremen so viele neue Kunden gewonnen, so viele neue Freunde gewonnen. Muss ich jetzt auf jeden Fall sagen, vielen, vielen Dank nochmal an die ganzen Leute, die mich supporten. Ich kriege öfter mal Besuch. Es ist wirklich, wirklich ein neuer Weg für mich eingeschlagen. Und klar, die Werkstatt können wir nicht aufgeben, das ist unser Lebenstraum. Wir arbeiten hier sehr gerne mit meiner Familie. Aber auch diese YouTube-Geschichte, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, dass das Ding richtig läuft. Und die TV-Geschichte, keine Ahnung, wo dieser Weg uns hinführt. Aber egal, ob es gut klappt oder schlecht klappt, ist so egal. Wir haben es einmal probiert. Vielleicht geht es durch die Decke oder es wird ein Flop. Das weiß ich alles leider nicht. Das kann ich so nicht sagen. Aber YouTube wird auf jeden Fall weiterlaufen. YouTube ist ein Hobby von mir. Ich habe richtig Spaß dabei. Klar, wenn ich kein YouTube machen würde, mehr hier arbeiten würde, hätte ich vielleicht sogar mehr Geld verdient als bei YouTube, weil ich opfer natürlich Zeit. Autos machen, tun. Die Roadtrips, die gehen durch die Decke auf jeden Fall, weil ich liebe meine Roadtrips. Ich feiere das Ding. B140 ist dieses Jahr dran in den nächsten Wochen. Und was habe ich noch auf dem Herzen? Ja, und ich freue mich richtig, richtig auf die Nordic Automesse. Habe ich richtig Bock. Ich war letztes Jahr da. Ich habe zu Tui gesagt, Tui, irgendwann stehe ich hier auch mal mit einem eigenen Messestand. Es ist wahr, es wird passieren. Ich werde meinen eigenen Messestand bekommen. Ich freue mich richtig. Freunde, alle eingeladen. Küsst eure Herzen, dranbleiben, abonnieren nicht vergessen. Es kommen richtig, richtig brutale Sachen. Und meine Kids, ich hab denen jetzt gesagt, Alter, jetzt muss jetzt was passieren. Hört auf. Die geben jetzt Gas. Es kommt mein was. Baby, ja, habe ich. Oh, der hat ihn gewaschen. Ich schwöre, Freunde, er war so dreckig. Er war so dreckig. Und dann habe ich schon gestern gesagt, oh, ich sag mal, Eddie, er soll die Karre mal waschen. Hat er gemacht. Ich schwöre, ich liebe den Jungen. Ist geil. Freue ich mich. Guck mal, wie der aussieht, Alter. Wie schön der jetzt glänzt. Ich feiere das Auto auf jeden Fall. Ne? Es ist wirklich einer meiner Traumautos. Die Farbe vielleicht nicht, aber sonst wird das schon geil sein. Cool, cool, cool. Er hat ihn gewaschen, auf jeden Fall. Ich frage ihn mal. Ziehe ich mir natürlich hier meine eigene Sendung hier rein, ne? Auf jeden Fall. Und wollen wir mal gucken, was der Eddie mir gleich dazu sagt. Ne? Ja, moin, Eddie, Digga. Moin. Eddie, Alter, gestern. Auto sah ja so richtig dreckig aus, ne? Ja. Richtig eklig. Und dann habe ich gesagt, soll ich den Eddie anrufen und sagen, Alter, einmal durch die Waschanlage fürs Wochenende, weißt du? Ich schwöre dir, eben kommst du an, ich sehe, Auto ist sauber. Ich denke, Alter, hatte ich gar, weil ich weiß, du bist sehr pingelig bei sowas. Ja. Und das sah richtig eklig aus, ne? Für dich mache ich das so. So, viel, liebe Freunde, auf jeden Fall hier verlinke ich auf 5 Mal unseren Eddie hier, ne? Der hat ja auch einen eigenen Kanal, 2 Videos hast du rausgeballert, mashallah. Läuft brutal. Läuft Hammer. Die Videos. Toi, toi, toi. Ja, laufen richtig gut die Videos, muss ich sagen. Das Video machen wir wahrscheinlich heute fertig. Auf jeden Fall. Tamam, Eddie. Vielen, vielen Dank, Digga. Auto glänzt wieder wie eine 1. Vielen Dank. Dann geht's heute mal los am Tag.